Herzlich willkommen zu unserem neuesten Videobeitrag. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Wetter. Letzte Woche Montag, ich musste erst um 10 Uhr aus dem Haus, aber wir hatten immer noch minus 7 Grad und ich hatte mich angezogen wie für eine Polarexpedition. So kalt ist mir gewesen. Dann am Donnerstag schien plötzlich die Sonne von einem knallblauen bayerischen Himmel. Alle Blümlein hatten ihre Köpfe geöffnet, die Vögel haben gesungen, es fühlte sich wirklich an wie Frühling. Doch am Wochenende war es dann wieder vorbei mit den Frühlingsgefühlen. Wir bekamen, ich schätze mal, 30 cm Neuschnee und haben jetzt wieder dicksten Winter. Es ist, wie es ist, aber was wir daraus machen, das haben wir selbst in der Hand. Und ich möchte euch heute für alles, was mit dem Wetter zu tun hat, auch körperliche Beschwerden, die eben durch die Temperaturunterschiede und durch die Luftdruckschwankungen ausgelöst werden, wie Kopfschmerzen und sowas. Also für all solche Sachen möchte ich euch heute Sicherheitsenergieschloss 22 ans Herz legen. SES 22 liegt unterm Schlüsselbein. Und es kam ins Universum mit der Bedeutung, glücklich und zufrieden, wo immer ich auch bin. Und ich ergänze jetzt mal, und ganz egal, wie das Wetter ist. Denn wir können es ja eh nicht ändern. Auch wenn es tagelang am Stück regnet, wenn der Himmel total grau ist und man das Gefühl hat, es wird nie wieder hell, jammern nützt nichts. Manchmal tut es natürlich ganz gut, wenn man jammert. Steht uns ja auch zu, ist ja in Ordnung, aber im Großen und Ganzen bringt es uns keinen Schritt weiter. Da ist es doch viel besser, wenn wir die Zeit nutzen, um uns zu strömen und die Dinge anzunehmen, die wir nicht ändern können. Ja, und ich liebe schon den Namen von Sicherheitsenergieschloss 22 so. Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Glücklich und zufrieden, wo immer ich auch bin. Das ist doch eine wunderbare Aussage, oder? Und jetzt wünsche ich euch allen viel Freude beim Strömen und dass ihr glücklich und zufrieden seid, wo immer ihr auch seid. Servus!